Entschuldigung. Ich nehme in letzter Zeit immer zu viel auf. Wo ist denn hier... Ach, der Anlasser. Den können wir auch noch mal schnell. Ach, da unten hat er sich versteckt. Den sehe ich von mir gar nicht. Ist aber auch in Ordnung. Ich entferne ihn einfach mal. So. Was könnten wir noch für ein Problem haben? Hm? Was könnten wir denn hier noch für ein Problem haben? Ölstand haben wir bemessen. Ja, hier ist alles, also alles soweit peasy. Getriebeölstand überprüfen. Ist bei 91%. Alles gut. Batterie ist mit Sicherheit voll. Ja, klar. Haben wir ja selber aufgefüllt. Vor gar nicht mal allzu langer Zeit. War 2 Wochen her, glaube ich, dass wir den letzten Einsatz hatten. Ich gucke nochmal ganz schnell was. Können wir eigentlich auch im Kofferraum gucken? Nein, mach auf den Lachs. Ich will, ehrlich gesagt, wir sind jetzt mal freundlich zu dem, ganz ehrlich. So, Zündschlüssel, einschalten. Aha, was ist denn da los? Okay. Ausschalten, schließen. Gut, das haben wir unter Kontrolle. Wir gucken gleich wieder mal unter die Buchse. Hier, Bremsflüssigkeit, wo ist denn hier? Wo ist denn da? Zündspule, alles gut, Kühlwasser. Vielleicht hätte ich doch nicht so großspurig bei der Lichtmaschine. Wo waren die nochmal? Hier. Ist in Ordnung. Die ist in Ordnung. Ist alles in Ordnung? Also Bremsflüssigkeit ist low, hat jemand gesagt, aber ganz ehrlich, nein, ist überhaupt nicht low. Kühlwasser überprüfen, 97%, alles easy. Was könnte denn hier noch, falsch sein? Motor... Das wollte ich gerade gar nicht. Motor läuft nicht. Die haben wir jetzt repariert. Anlasser ist in Ordnung. Kühlwasserstand ist auch easy, Getriebeöl ist easy, Zündspule hatten wir auch. Hatten wir alles. Oh, hier ist Servo. Alter, jetzt... Pass auf, der Servo. Hier überprüfen. 90%. Das gefällt mir nicht so gut. Ich bin vom ADAC, wir machen keine halben Sachen. Okay, Lichtmaschine ist alles tippitoppi. Da ist alles tippitoppi. Ich gucke mal ganz kurz, was ist denn hier? Der wird doch wohl auch nicht... 82%, alles gut. Ja. Felge, Reifendruck untersuchen. Druck 100%. Okay, wir checken mal hier gerade alles. Nein! Ich will auf den Reifen natürlich. Wir checken hier gerade mal alles eben. Untersuchen. Profil ist in Ordnung. Gut, gut. So, hier haben wir nochmal ganz kurz. Reifen untersuchen, alles in Ordnung. Tippitoppi, sage ich mal. Vor allen Dingen immer alles auf 100%, nicht 97 oder so. Immer alles auf 100%. Nach Regelbuch, verstehst du? Felge auch, perfekt, alles supi. Radmuttern entfernen machen wir mal nicht. Was können wir denn da jetzt mal machen? Ich würde sagen, ich setze mich jetzt mal rein. Pass auf, ich setze mich ja jetzt hier. Zündschlüssel einschalten. Schnurr wie ein Kätzchen. Abblendlicht. Hier, ich mache mal alles ein. Da ist an. Einschalten. Rückfahrtlicht ist ausgefallen. Natürlich, da fährt der Wagen noch nicht. Wenn das Rücklicht nicht funktioniert, dann fährt der Wagen doch nicht. Ist doch klar. Das wissen doch alle. So, hier. Lichteffekt. Glühbirne ersetzen. Jetzt fährt der Wagen wieder. Das war das Problem. Natürlich. Ist doch klar, wenn die kleine Birne da hinten durch ist, dann kann es nicht weiterfahren. Das ist ein Sicherheitsproblem in Deutschland. Das ist ganz klar, ja, das ist gesetzlich verboten. Wenn das Rücklicht ausfällt, dann kommst du in den Knast, da machst du den Julien, da gibt's nichts zu lachen, da ist alles vorbei. So, zum Schlüssel, ausschalten, Schlüssel klauen, darf nicht weiterfahren, angefecktes Licht, kommt sofort in den Knast. So, wie sieht's denn aus, mein lieber Kurdenfreund? Oh, ist ein Lebensretter, danke. So, hier, ciao. Geil, 3 Sterne. Erfülltes Bonusziel, 1 von 1, Budgetentwicklung 2. Wir haben 2 Geld dazu gekriegt, 2 Geld, endlich. Und Mitgliedschaftsentwicklung, 600 Leute jetzt wieder vom Kurden, sind direkt dabei. Spiel wird geladen, wichtige Info. So, wir haben 2800 Mitglieder, Alter, 2800. Die zahlen gar nichts. Die zahlen nichts, die sind nur da. Wir haben 2800 Mitglieder, die zahlen aber keinen Beitrag, verstehst du? Warum haben wir überhaupt Mitglieder? Wozu brauche ich denn die? Wie soll ich denn das ganze Geschäft hier finanzieren, wenn die nichts zahlen? Ich verstehe das nicht. Was ist denn der ADAC für eine komische... Ist doch kein Wunder, dass die da Probleme hatten. Da muss man mal wissen, dass da irgendwas nicht richtig ist. So, Fuhrpark. Oh, wir können uns jetzt leistungsfähigere Motoren. Können deine ADAC-Fahrzeuge den Pannenort schneller erreichen? Pff, na egal. Ich mache hier 3 Karren. So, 3 Karren mache ich jetzt nämlich. Und dann hier nochmal ein... Aber wir können noch eine einzige haben wir nur noch verfügbar. Okay. Jetzt haben wir 0 Geld. Der ADAC hat 0 Geld. Was willst du machen? 0 Geld hat der ADAC. Da müssen wir dringend wieder Steuern optimieren. Da muss man gucken, was man macht. Einsätze, was ist der nächste Einsatz? Nichts geht mehr, Hände ans Lenkrad. Der Kurde hat Probleme mit seinem Lenkrad. Natürlich hat der Kurde Probleme mit seinem Lenkrad. Er wartet im Industriegebiet, sieht er das Problem genau an. Im Industriegebiet, da wollte er den Wagen nämlich umsprühen, bevor er den weiter vertickt. Deswegen, wir fahren da später mal hin. Kontrolle. Die nördliche Region. Östliche Region haben wir 38%. Wir machen da erstmal wieder, ne? Hier östliche... Oh, wir haben sogar 3 Gebiete. Na, Lecco Mio. Ach du Heilige. Ich würde sagen, hier ziehen wir einen ab. Wie kann ich den... Ach, hier unten ist so ein Minus. Und dann mache ich mal hier so. Im neuen Gebiet. Hallo, im neuen Gebiet. Da möchte ich gerne. So, 1, 2. So, dann haben wir die. So, jetzt bin ich mal... Jetzt bin ich gespannt. So. Spiel ist pausiert. Jetzt hier im Gebiet haben wir nur einen Einsatzwagen. Jetzt kommen wahrscheinlich alle Einsätze hier hin. Ich weiß es genau. Alle Einsätze kommen jetzt dahin. Als hätte ich es nicht gewusst. Als hätte ich es nicht gewusst. So, hier, den zieh ich mal da ab, ne? Das ist ja egal. Und den setze ich jetzt einmal mal da hin. So. Und dann können wir den nämlich... So. So wird's gemacht. Okay, Freunde. Jetzt haben wir wieder alle im Einsatz. Und jetzt haben wir da nur einen Wagen. Jetzt kommen alle Einsätze hier. Nein, doch nicht. Erstaunlich. Sogar noch direkt neben der Einsatzzentrale. Was ist da los? Was ist da denn los? Oh, ah, oh, ah. So, hier. Also im Grunde genommen ist es so, sogar egal, wo ich die Wagen positioniere. Ich brauche eigentlich nur 3. Ich kann die immer wieder hin und her ziehen. Hallo, hier. Hä? Ach so. So, der fährt jetzt dahin. Na, es wird jetzt ein bisschen prickelnder. Das kriegen wir schon hin. Ich glaube, das kriegen wir... Oh nein, jetzt haben wir da... Oh nein. Nein, nein, fahr mal hier hin. Fahr mal dahin. Ist zwar im anderen Gebiet, ist aber egal. Wir sehen da mal drüber hinweg. Oh, Alter, jetzt wird es aber knifflig hier gerade. Jetzt wird es hier richtig knifflogrande. Jetzt müssen wir natürlich gucken... Oh, Alter, jetzt mobbt ihr mich aber. Pass auf, jetzt dahin. Und der kann da gleich mal was machen. Der Motor ist während der Fahrt plötzlich ausgegangen. Na klar. Wurde wahrscheinlich geklaut. So. Hier ist gut. Gut gemacht. Dann direkt da rüber sippeln. Wir kriegen das trotzdem hin. Der ist zwar gerade im Feindgebiet normalerweise. So, jetzt mal darüber. Nur ziehen wir da oben noch welche ab. Das ist ja egal. War doch... Aber es war doch klar. Es war doch wirklich klar tatsächlich, dass wir jetzt da oben... Pass auf, der hier hat nichts zu tun. Dann machen wir einen Minus. Dann machen wir hier unten nämlich einen Plus. Verstehst du? Und dann kommt nämlich hier oben, kriegen wir dann die ganzen Aufträge. Wahrscheinlich immer da, wo man es gerade nicht brauchen kann. So, der fährt jetzt mal dahin. Er fährt wieder nach Hause. Und hier... Nummer 1 kann gleich wieder da unten weiterdüsen. Nummer 2 ist da unten gerade noch zugange. Jetzt haben wir hier natürlich noch. Hier Nummer 1 dahin. Es ist... Also es wird langsam mega spannend. Es wird langsam mega spannend natürlich. Jetzt ist kein Halt mehr. Schnarch. Ich muss ehrlich sagen... Also das Spiel so besteht ja offenbar größtenteils hier raus. Ich bin da momentan noch so ein bisschen... Weiß ich nicht. Okay, das haben wir. So, das geht auf jeden Fall. Das geht auf jeden Fall. So, wir fahren da oben mal hin. Ich weiß, diese Zwischenkarte ist so ein bisschen... Aber wir müssen natürlich unser mafiöses Gebiet müssen wir natürlich noch erweitern. Deswegen, hier kriegen wir quasi immer... Alter, was ist denn los? Wie viele Unfälle kann man denn haben in einer beschissenen Stadt, Leute? Das ist ein Monat, Alter. Das ist ein Monat und die fahren hier alle überall gegen und haben nur Scheißkarren. Wo sind wir denn hier, bitteschön? Die fahren alle Lada oder sowas. Oh Gott. Weißt du, vor 3 Monaten noch alles Tutti und jetzt auf einmal alles nur noch Scheiße. Auf einmal fahren die überall gegen. Überall. So. Das gibt's doch gar nicht. Was für eine beschissene Stadt ist denn das hier? Oh, wir sind in Brandenburg. Sorry. Nein, liebe Brandenburger. Es tut mir leid, ich kann nichts dafür, aber guck dir die doch mal an. So werden die Brandenburger hier in diesem Spiel dargestellt. So, ne? Die Brandenburger, die können alle sowieso nicht fahren. Guck dir die mal an. So, so komme ich mir gerade vor. Ich möchte nicht nach Brandenburg fahren, weil, guck mal, wie viele Unfallopfer alleine schon. Das sind alles Unfalltote, die hier gezählt werden. Statistisch alles Unfallopfer. Hier, wenn ihr euch bedanken wollt. Okay, warte, ich habe mir jetzt hier mal ganz kurz dringender Einsatz wieder. Brandenburger fahren nämlich scheiße, habe ich jetzt gelernt. So, erst da oben ist der fertig, langsam mal. Der ist fertig. Ja, natürlich noch gleich einen Einsatz da oben. Okay, pass mal auf, ich mach mal Folgendes. Hier, den, nein, wo haben wir denn hier? Den ziehe ich da mal ab. So, dann setze ich den da oben ein. So, und der fährt dann da hin. So. Was? Es hängt? Was? Lag? Das kann doch nicht sein. Was? Nein, bitte lass es jetzt nicht laggen. Geht's denn wieder? Geht's denn wieder? Geht's denn wieder? Geht's denn wieder? Bei mir nicht. Okay, es liegt an Twitch tatsächlich. Zusammenfassung. Yeah, frühzeitig reagiert, rechtzeitig reagiert. Trotzdem Budgetentwicklung 2 Geld. Wir haben im ganzen Monat jetzt 2 Geld gemacht. Wie ist denn das überhaupt möglich? Wir haben jetzt 400 Mitglieder mal wieder dazu bekommen. Und jetzt haben wir 2 Geld dazu bekommen. Für einen ganzen laufenden Monat. Mit 2 Geld können wir uns 2 Autos leisten. Ganz ehrlich, ich frage mich, wie viel kosten das überhaupt alles? Diese ganzen Einsätze und bla, wie viel kosten das? Okay, pass auf, hier. Der Kunde, Autobahn hatten wir schon. Okay, der Kunde, lalala, Belohnung 900, ab 3500 Mitgliedern. Oh. Wir müssen also weiter Kontrolle machen. Wir haben nur noch 2 Geld. Nein, warte, stopp. Wir haben noch 2 Geld. Verwaltung. Wir gehen nochmal kurz in die Verwaltung. Wir gucken nochmal ganz kurz. Inne Purpark. 10. 2 Autos könnten wir noch dazu holen. Komm, ich investiere. Was soll der Geiz? Ich investiere einfach, was soll der Geiz? Und wir gehen ganz kurz wieder auf die Kontrolle. Ich würde gerne mehr Missionen machen. Nördliche Region machen wir erst, wenn wir die östliche Region komplett in der Kontrolle haben. Das muss alles uns gehören. Das müssen wir einnahmen. Brandenburg wird überrollt mit gelben Panzern. So, okay, dann gehen wir da mal ganz kurz rüber. Hier, da haben wir nochmal, da kommt noch einer dazu. Hier 2 und da unten haben wir auch 2 und wir haben, glaube ich, sogar noch einen übrig. Wenn mich nicht alles täuscht, das machen wir für hier. So, okay, dann sind wir soweit eigentlich ganz gut. Überall 2 von 3, natürlich. Okay, dann geht's jetzt direkt wieder los. Brandenburg wird uns gehören, natürlich. Das werden wir schon hinkriegen. So. Ich entschuldige mich übrigens bei Twitch und bei allen anderen Streamern. Ich entschuldige mich bei allen anderen Streamern. Es ist wirklich unverschämt und ich würde mich mega abfacken, wenn ich gerade ein anderer Kanal wäre und hätte gerade Hitman Beta oder hätte gerade The Division oder sonst eins von den AAA-Dingern. Und dann kommt so ein halt, mach doch da fertig, du Eumel. Dann kommt da so ein beschissener Heini und streamt ADAC-Simulator und wir sind, glaube ich, gerade Platz 2 auf Twitch. Mit über 30.000 Leuten. Es würde mich mega abfacken. Ganz ehrlich, ich entschuldige mich bei allen Streamern. Es ist ein Unding. Es ist mir unerklärlich, wie man... Also, ich weiß selber nicht. So, Alter, wie viel... Jetzt noch mehr Unfälle. Was ist denn los, Brandenburger? Was ist denn da jetzt wieder los? So, hier, schnell nochmal einen in Einsatz gekriegt. Guck dir das mal an. Alter, willst du mich verarschen? Was ist denn hier los in der Region? Die fahren alle scheiße. Einfach diese... Die fahren einfach alle scheiße. Und ich schäme mich, ehrlich gesagt, gegenüber Twitch. Ich schäme mich gerade gegenüber den anderen. Die haben alle AAAs am Laufen und sonst was und was sie nicht alles haben. Ich spiele nicht mal nackt League of Legends, weißt du? Ich zeige nicht mal meine Brüste in die Kamera gerade. Es muss einfach an diesem Ultraspiel liegen. ADAC, die Simulation. Die Stimulation quasi. Da fehlt ein T. Es heißt eigentlich Stimulation oder Pimulation. Ich kann es nicht genau sagen. Eins von denen muss es wohl sein. Das eine hängt mit dem anderen auch zusammen oder steht mit dem anderen zusammen, je nachdem. So. Brandenburger fahren noch viel beschissener. Ich glaube, die sind jetzt unzufrieden. Die fahren jetzt überall... Alter, das gibt's doch nicht. Die fahren jetzt einfach überall gegen. Und dafür, für den ganzen Monat, wir haben ungefähr 50.000 Einsätze. Platz 1 bei Twitch. Platz 1 bei Twitch. Das ist natürlich echt peinlich. Das ist wirklich unterirdisch, Freunde. Das kannst du keinem erzählen. Das ist einfach wow. So. Er ist einfach... ich kann es keinem erklären. So, jedenfalls... mit so einem Scheißspiel. Ich dachte, er schalten alle ab nach Hitman. Ich dachte wirklich, er schalten alle ab. So, guck mal, die machen jetzt selber einen Unfall gerade. Was haben wir denn hier? Der Kunde kann sich den Dienst nicht leisten. Ne, die Frage ist doch... Oh nein. Okay, gut gemacht. Dann gleich mal dahin. Die Frage ist doch tatsächlich aber... Oh, geht nicht auf den Sack mit eurem Gebimmel. Ja, so. Jetzt habe ich vergessen, was die Frage ist. Achso, die Frage ist doch tatsächlich, wir haben 50 Milliarden Einsätze. 50 Milliarden. Guckt ihr das an, die bimmeln hier alle 2 Minuten durch, weil die Brandenburger scheiße fahren. Tut mir leid, lieber Brandenburger. Und trotzdem verdienen wir nur 2 Geld im Monat. Pro Einsatz 1 Groschen. Weißt du? Ja, ich nehme kein Geld. Ich nehme kein Geld von Ihnen. Ihr Dank ist mir Lohn genug. So. Und dann bei den Tarifverhandlungen wieder aussetzen. Ist doch klar. So. Okay. Ah, Platz 2 international, Platz 1 Deutschland. Okay, da war ich gerade verwirrt. Ich habe es nur im Chat gelesen gerade. Wir sind also Platz 1 in Deutschland, Platz 2 bei international. Trotzdem ist das peinlich. Das ist peinlich. Platz 1 Riot Games. Ja, Riot Games, League of Legends. Und wir gerade mit dem ADAC-Simulator. Der ist so ein bisschen wie League of Legends gerade. Ich schicke meine Helden des Alltags. Überall hin. Die Minions, gut, die haben wir ja nicht natürlich. Aber trotzdem, meine Helden des Alltags sind immer im Einsatz. Immer. Grundsätzlich, ich würde die auch gern benennen. Das würde mir nochmal den Kick geben. Alter, hoffentlich ist das gleich durch. 3 Tage noch. Boah, ist das lahm hier, dieser Part immer. Boah, Alter. Also ich würde mir das nicht angucken, wenn ich du wäre. Da würde ich lieber masturbieren gehen. So. Ja, natürlich. Genau darunter ist jetzt noch ein Einsatz. Wie soll ich denn den jetzt triggern? Der Wagen springt nicht an. Geht das? Da steht genau, neben dem ADAC springt der Wagen nicht an. So, gut gemacht. Und den anderen kriegen wir nicht hin, weil 0 Tage, oder was? Den kriegen wir wahrscheinlich nicht hin, weil es nur 0 Tage waren. Weil er ganz kurz vor Ende, ach doch, nicht reagiert. Frühzeitig, 26, alles easy. Ostenbezirk 4 geöffnet. Der nächste Bezirk ist auch offen. Und wir haben eine Budgetentwicklung von 1. Alter, wir hatten... Bin kurz wichsen. Schön. Nee, Entschuldigung. Wir hatten... Multitasking, klar. Bei dem Simulator würde ich es auch machen. Ich spiele auch nur einhändig gerade, weil das so erotisch ist einfach. Nee, aber ganz ernsthaft, wir haben den ganzen Monat. Ihr habt gerade gesehen, wir hatten Dutzende von Einsätzen. Dutzende. Wir haben 1000, 2000 Mitglieder. Wir haben über 2000 Mitglieder. Und wir haben eine Budgetentwicklung im Monat von 1. Wir können mit einem Budget einen Einsatzwagen kaufen. Das heißt, sagen wir mal, großzügigerweise, wir haben eine Budgetentwicklung von 50 bis 100.000 Euro bekommen. In diesem Monat. Ich verstehe, Spiel wird geladen übrigens, ist wichtig. Raff ich nicht. Da raff ich das nicht. Okay, wir kaufen nochmal... wir kaufen hier nochmal eine Karre. So, denn wir haben ja jetzt noch ein Gebiet offen. Aber was wir jetzt zuerst machen, natürlich... Was wir jetzt zuerst machen, zeigt mir beide Hände. So, hier beide Hände. Okay. Links und rechts, verstehst du? Jedenfalls, wir machen mal die Einsätze gerade und dann machen wir ganz kurz hier. Die Hände ans Lenkrad. Die Hände ans Lenkrad? Ist das nicht so ein Bullenspruch? Ah, ja. Okay. Das ist also der Kurde wieder. Den können wir jetzt aber machen, den Kurden. Okay, Spiel wird geladen, ist eine wichtige Info. Ja, Spiel wird genau erklärt, Spiel wird geladen. Und es regnet, Alter. Zieh dir das mal rein. Wettereffekte. Das sieht hier ohne Scheiß aus wie GTA. 3 von vor 10 Jahren, aber GTA. Oder? Und die Musik ist auch ein bisschen GTA-mäßig. Geil. Okay, das hier ist also die Karre, die ist wieder umgespritzt. Das ist doch die vom Anfang, einfach in Gelb. IQ Glamour. Ah ja, okay. Okay, hier also bei GTA 7. Was hat denn der Kurde für Probleme? Es gibt also 2 Charaktermodelle von Kunden. 2. Und er hier ist wieder der mit übertrieben langen Daumen. So. Es fühlt sich so an, als würden die Vorderräder plötzlich nicht mehr in die gleiche Richtung zeigen. Hier ist eine gerade Strecke. Ist eine komplett gerade Strecke. Hier, Straße gerade. Wie ist es möglich, dass der sich hier einen Achsenbruch geholt hat oder whatever? Wie ist das denn möglich? Ich will nichts kaputt machen, also habe ich lieber sie an. Ist ja schon kaputt! Erzähl doch nix! Verstellen Sie bloß nichts am CD-Spieler. Da läuft gerade meine Musik, Alter. Ist er gerade aus den 90ern hier reingefahren? Am CD-Spieler. Oh. Am CD-Spieler, ich erinnere mich noch. Mein Fiat Uno hatte einen CD-Spieler. Tatsächlich, der Fiat Uno, der hatte einen CD-Spieler. Das war damals der neueste Shit, nach Radio mit CD. Boah, war richtig geil. Okay, pass auf. Nach mehr Infos fragen? Keine Ahnung, ob sowas schon mal passiert ist. Der Wagen gehört einem Freund. Er geht aber auch pfleglich mit ihm um. Der Typ leiht sich immer nur Autos. Den hat man direkt zuerst, hat man den auch. Da hat er sich schon ein Auto geliehen. Und jetzt hier schon wieder, ist gar nicht mein Wagen. Das ist gar nicht mein Wagen. Ist gar nicht, wenn er Leichen im Kofferraum ist, nicht mein Wagen. So, Fahrzeug untersuchen. Der Typ im Anzug, der sich immer die Autos leiht. Unglaublich. Okay, pass auf. Achso, ADAC, wir machen hier mal. Ich wollte gerade den ADAC-Wagen öffnen. So, was war das Problem? Habe ich vergessen. Was war nochmal das Problem? Ach ja, die Reifen stehen ja schief. Kann ich da unten noch irgendwas gucken? Nee, ne? Ja, hier. Reifen. Reifen untersuchen. Mhm, Profil ist in Ordnung, alles toll, aber ganz ehrlich, ich guck mal ganz kurz an die Aufhängung, komme ich hier nicht? IQ Glamo? IQ Glamo? Aha. Ich kann ja aber nur Reifendruck und so. Ich kann da sonst nichts untersuchen hier. Ich guck mal ganz kurz, was der Typ im Kofferraum hat. Nur mal vorsichtshalber. Ist das ein Feuerwehrhut? Der sieht auch nicht aus wie ein Feuerwehrmann, Freunde. Okay, gut. Wir gucken mal ganz kurz, was können wir hier machen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was... beim Motor kann ich aber überhaupt nichts machen, oder? Da können wir noch nichts machen. Zündschlüssel einschalten. Können wir nicht einmal... Ah, Öl. Können wir nicht damit einmal wegfahren? Das Öl ist, glaube ich, eher Bonus, ne? Hier, nachfüllen. Da haben wir nachgefüllt. Okay. War zwar nicht Scheibenwischer, lalala, Kühlwasser, Zündspule. Ah ja, okay. Batterie, will ich gar nichts machen. Lichtmaschine, alles gut. Anlasser, Servolenk. Hier muss doch. Da ist der Öltank. Den wollen wir mal überprüfen. Öl nachfüllen, das haben wir schon gemacht. Ölstand niedrig. Wie kommen wir an die Reifen? Wie kommen wir an die Reifen? Muss ich tatsächlich erst... entfernen. Radmutter ersetzen. Okay, Bremssattel. Untersuchen. Bremse in Ordnung. Aufhängung. Untersuchen. Aufhängung ist okay. Spurstange untersuchen. Die ist beschädigt. Berichte dem Kunden von der beschädigten Spurstange. Zustand, lalala, gemeldet, ja. Okay, Profil ist in Ordnung. Können wir das Ding wieder draufschreiben? Draufschrauben. Ersatzreifen anbringen. Ich weiß zwar nicht warum, weil das Ding war ja in Ordnung. So, und jetzt? Wir haben keinen Abschleppwagen. Gute Arbeit, Mann. Danke. Ist ja eh von seinem Kumpel. Gut. Dann würde ich sagen, das war's. Also, das war total geil. Einsatz erfolgreich. Problem behoben. Aha, optimale Aktionszahl 4. Wir haben aber 5 Aktionen durchgeführt. Und das ist nur gute Arbeit. Das ist nur gute Arbeit, weil wir eine Aktion zu viel gemacht haben. Sobald ein ADAC-Mitarbeiter eine Aktion zu viel macht beim Kunden, für den Kunden, ist das sofort nicht mehr perfekt, sondern nur noch gute Arbeit. Sobald das irgendwie zu viel ist für den Kunden, gibt das sofort Abzüge beim ADAC intern. Haben wir jetzt gelernt. Das haben wir gelernt. Mach niemals zu viel für den Kunden. So, bloß keine extra Serviceleistung. Was ist denn hier los? Das Spiel wird geladen. Wird genau erklärt, dass das Spiel geladen wird. Weiß ich nicht. Was soll ich davon halten? Und dieser eine Kunde bringt uns mehr Geld als ein ganzer Monat voll Arbeit. Dieser eine Kunde bringt uns mehr Geld als ein Monat voll Arbeit. Ich sage das extra nochmal gerade. Okay, Verwaltung. Fuhrpark, Ausbildungszentrum. Ja, scheiß auf die. Kostet 10. Leistungsfähigere Motoren ist mir, obwohl, könnten wir langsam mal drauf sparen. Dann würde es auch schneller gehen, dann würden die schneller ankommen, glaube ich. Abschleppwagen. Können wir jetzt auch einen... Abschleppwagen. So, falls wir wen abschleppen müssen, können wir mal gucken tatsächlich. Kontrolle, Verwaltung. Wir müssen natürlich wieder... Oh Gott. Jetzt kommt wieder dieser spannende Part. Hier gibt es keine Zentrale. Das heißt, man muss da eine Karre rüberschicken. So, hier mache ich mal einen Abschleppwagen. Ach du Scheiße. Okay, Freunde, das wird lustig. 31 Tage. Ich glaube, das ist auch erstmal die letzte Runde, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. So. Hier, was ist hier? Der Kunde kann das Lenkrad nicht mehr drehen. Und hier... Was ist hier? Das Auto gibt ein lautes Schleifgeräusch schon wieder. Der Alte mit seiner Alten. Und hier steht auch irgendwo, der Motor qualmt. Und hier... Motor ist einfach ausgegangen. Alter, wie viele noch, Leute? Mann! Die fahren doch nur so 20... Alter, wie viele rufen da denn jetzt an? Alter Schwede, ey. So, aufhören, aufhören. Wir machen letzte Runde. Letzte Runde machen wir gerade. Hier, kann man erstmal direkt... Und den muss er sich dann gleich vor... Alter, willst du mich verarschen? Okay, da muss er jetzt hin. Da muss er jetzt hin. Alter, was? Da fährt er gleich hin. Was? Ich komme nicht mit der. So, der hat den ja... Ach, da unten. Okay. Da müssen wir mal gucken, ob wir die noch alle brauchen. So. Und da unten ist natürlich auch gleich einer. Pff. Das gibt's doch nicht. Brandenburg. Alter, ganz Brandenburg brennt einfach nur. Brandenburg brennt. So, der kann gleich da nochmal. Das kriegt dann der andere, glaube ich. Oder vielleicht dann auch... Okay, hier. Das macht er. So. Alter Schwede. Ist das ehrlich gesagt... Also ist das, was die unter Spaß verstehen? Ist das so, dass die Spieleentwickler da sitzen und denken, wow, das macht Spaß. Wir nerven ihn einfach noch mit 1000 Anrufen. In der ganzen Karte überall und der muss dann 50.000 Mal hin und her klicken. Ist das da, wo man denkt, oh wow, das ist eine große Sause? Das möchte ich, dass meine Kinder das spielen? Oder wer auch immer, wen auch immer man nicht mag? Also wenn die Kinder, ganz ehrlich, wenn die Kinder unartig waren, früher hat man da Kohlen unter den Weihnachtsbaum gelegt oder eine Rute gab es dann. Heutzutage schenkst du einfach den ADAC-Simulator. Die wollen natürlich eine Xbox oder eine PlayStation oder sonst irgendwas, aber da sagst du aber, weißt du was, hier ist ein ADAC-Simulator. Bist unartig gewesen. Ich schwöre, die spuren ab sofort wie eine 1. Wie eine 1. Wenn da nicht die Genfer Konvention irgendwie ins Rennen kommt. So. Das kriegen wir alles hin. Das ist okay. Da stand kein gut gemacht, da stand nur okay, weil das irgendwann am Arsch der Welt war. Jetzt hier nochmal direkt da durch. Da ist auch keiner mehr frei. So, der kommt dann gleich dahin. Oh, Alter, da kriege ich ja eine Macke. Jetzt ist aber mal gut, Freunde. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich spiele lieber Ben und Ed, ganz ehrlich. Ich spiele lieber Ben und Ed, das ist fairer. So. Hier, ist er gut gemacht? Hatte gut gemacht. Fährst du gleich weiter. Boah, Alter. So, ist ein bisschen wie Cookie-Clicker oder so ein Scheiß, ne? Hier, du kannst gleich weiterfahren. Willst du mich verarschen? Das sind doch eh gerade schon alle out of order hier. Natürlich. Und jetzt erstmal da hinten gleich wieder. Alter, willst du mich verarschen? Wow, er ist einfach geil. So, der kommt zurück. Nö, der hat natürlich keinen Feierabend. Bomben über Brandenburg, ganz ehrlich. Da tut man den echten Gefallen mit, so wie die hier fahren in dieser Simulation. So. Einen Tag haben wir nur noch. Letzter Auftrag. Ach nee, von wegen. Was rede ich denn hier? Ich bin ja besoffen. Oder letzter Auftrag? Vielleicht mit Glück der letzte Auftrag? Er war letzter Auftrag. Gott sei Dank. Monatsende. Juli. Juhu. Frühzeitig reagiert, rechtzeitig reagiert. Juhu. Das haben wir geschafft. Budgetentwicklung 1. Ein beschissenes Budget. Für diese beschissene Runde kriegen wir ein beschissenes Budget, um uns einen beschissenen Wagen in diesem beschissenen Spiel zu kaufen. Wer will denn sowas? Draußen ist dunkel geworden. Guck dir mal an, wie Brandenburg am Brennen ist draußen. Da ist alles nur noch Asche und Staub und Feuer. Mehr ist hier nicht mehr, weil die alle nicht fahren können. Die fahren überall. Überall siehst du Explosionen. Puh, Skyline Brandenburg. Puh, überall. Das ist voll die Fallout Area inzwischen. Da will doch keiner wohnen. Das ist natürlich nur ein Spiel, ne? Also in der Realität ist Brandenburg wunderschön. Es ist einfach traumhaft. Das ist einfach ein Naturbusen, wie man ihn selten findet. So, Einsätze. Haben wir noch irgendeinen beschissenen Einsatz? Oh, haben wir zu viel Service am Kunden gemacht. Haben wir ja weniger Bewertung bekommen. Finger weg vom Hebel. Der Kunde klagt, was ist das für ein Befehlstun überhaupt? Die Hände ans Lenkrad! Finger weg vom Hebel! Das ist ADAC, das ist also die Kundenfreundlichkeit natürlich. Der Kurde klagt über einen überhitzten Motor. Er hat auf dem Seitenstreifen der Autobahn gehalten, hilft bei der Abkühlung ab 5000 Mitgliedern. Erst vorher dürfen wir nicht helfen. So, ich würde sagen, das reicht für heute erstmal. Ich speichere den Spielstand. Die sind alle leer. Oh. So. Gut, haben wir gespeichert? Ist jetzt gespeichert? Jetzt haben wir gespeichert. Es ist 22 Uhr. Wir haben das gerade 1,5 Stunden gespielt, ernsthaft. Gut. Was? Mach weiter? Nein, hör auf. Was? Oh nee, ich brauche erstmal, ganz ehrlich, bevor ich das weiterspiele, brauche ich erstmal einen Drink. Das kann ich, das geht nicht. Das geht nicht. Okay, dann haben wir das. Oh, Alter. Das macht einen Brägesicht.